Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Verdun. Und ich habe heute mal ein bisschen den Ton lauter gedreht. Ich bin ja momentan noch so ein bisschen am Testen, weil ich ja umgezogen bin, wisst ihr ja, und die Soundeinstellungen nicht alle so perfekt sind, wie sie früher bei mir bei meinen Eltern waren. Aber ich hatte halt letztes Mal gemerkt, die letzte Aufnahme war dann tatsächlich doch etwas zu leise vom Spielsound her, und das habe ich jetzt mal geändert. Ich hoffe, jetzt ist es nicht irgendwie zu laut. Oder vielleicht muss ich es noch lauter machen. Ich habe keinen Plan, wir werden es erfahren. Bin heute auf einem Server mit der Karte Artois. Die habe ich schon ewig nicht mehr gespielt, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne. Verdammt. Und ich mag die auch gar nicht so. Aber ich sehe gerade, das gegnerische Team hat irgendwie gerade ein Problem mit zu wenig Spielern. Das heißt, ich gehe mal rüber. Das heißt, ich muss auch nicht dauernd die blöde Ausgleichsstrafe abwarten. Da haben wir ja auch nichts von, wenn wir die ganze Zeit im Spawn-Bildschirm rumhängen. Und das deutsche Visier, ihr wisst, mag ich sowieso viel lieber. So. Da haben wir schon den ersten. Muss mich tatsächlich erstmal wieder ein bisschen an das Spiel gewöhnen. Ich war jetzt die ganze Zeit beruflich unterwegs die letzte Woche. Ich habe ja leider keinen irgendwie guten Dienstlaptop. Der ist leider nicht dafür geeignet, dass da mal auch was drauf gezockt werden könnte. Ich hoffe, dass das Ding irgendwann demnächst mal den Geist aufgibt, dass mein Chef mir einen neuen kauft. Autsch. Damit ich mal zocken kann, wenn ich unterwegs bin. Das wäre ideal. Aber mal schauen. Deswegen bin ich ein bisschen außer Übung. Wobei ich muss sagen, wenn ich so dienstlich unterwegs bin, die Abende, die sind halt ganz anders, als wenn ich hier zu Hause bin. Wenn ich zu Hause bin, hocke ich mich dann an den Rechner, nehme ein bisschen was auf. Das ist cool, macht mir auch Spaß. Aber manchmal ist es halt einfach nicht so wirklich Entspannung. Weißt du, wenn du dann irgendwie im Hotel bist, eigentlich nichts machen kannst, holst dein Buch raus, liest was Schönes und entspannst dich tatsächlich einfach mal. Das hat auch was für sich, auch wenn ich natürlich einfach lieber zu Hause wäre. Alter. Das war knappi, ey. Wo ist... Oh, da ist er. Nein, ich wollte gerade abdrücken. Wenn ich jetzt so die Kurven ansehe von der von OBS, die Soundkurven, dann sieht das schon ein bisschen besser aus als die letzten Male. Ich könnte es vielleicht sogar noch ein bisschen lauter machen. Muss mir nach der Folge mal die Aufnahme anschauen. Aber für jetzt geht's mal. Ich will den Typ, der mich gerade abgeknallt hat, den will ich mir kaufen. Deswegen achte ich jetzt mal wieder nur auf die Bewegung. Da ist wieder einer. Komm, zeig dich. Ich muss meinen Leuten den Rücken frei halten. Keine Ahnung, ob der es war, aber ich vermute es mal. Weißt du, es ist wie mit so Verbrechern. Die kommen doch auch immer angeblich an den Tatort zurück. Lernt man doch aus irgendwelchen Hollywood-Filmen immer. Komm, bringt nichts, wenn ich jetzt hier hinten rum sitze und warte. Ich gehe mal mit vor. Aber ich lade aber nochmal kurz nach. Und rein. Das Problem... What the fuck ist da passiert? Ich würde gerade sagen, das Problem ist, wenn jetzt einer eine Granate hochschmeißt, dann drei Leute von uns hinüber. Das war jetzt nix. Warum schießen die gegenseitig aufeinander? Sie sind im selben Team. Da weiß jemand wohl noch nicht so ganz, wie die Uniformen aussehen. Uiuiuiui. Von da kam eben MG-Feuer. Ich weiß aber nicht genau, wo... War einer.
Sehr schön, wir haben es tatsächlich geschafft zu erobern. Ich habe leider nicht so viel dazu beigetragen, aber ein bisschen vielleicht. Verdammt. Hallo? Dreimal getroffen, nichts passiert. Das finde ich aber frech, ey. Oh, da hat mich einer. Zeit, um ein Schlückchen zu trinken. Kurz mal gucken, was für eine Waffe könnte ich denn noch benutzen, Unteroffizier. Was hat der hier für Waffen so dabei? Ehrlich gesagt, nichts, was mich jetzt ansprechen würde. Muss gleich mal schauen, ob ich vielleicht versuche, mal ein anderes Squad zu initiieren. Ich hätte gern einfach mal eine andere Waffe. Einer von uns. Ja. Da ist ein Gegner. Da waren Gegner, meine ich natürlich. Wenn ich unten so auf die Karte gucke, ist die rechte Flanke wohl eingebrochen bei uns. Weil da ist keiner mehr von unseren Leuten. Alter. Das hat echt gerade wie die Faust aufs Auge gepasst, der Artillerieschlag. Oh mein Gott, den habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Die sind jetzt schon zu nah. Deswegen gehe ich jetzt mal auf den Karabiner. Zielfernrohr wird mir jetzt nichts mehr bringen, wenn die schon drin sind. Granate wäre jetzt nicht schlecht, aber. Ah, scheiße, hier ist überall Stacheldraht. Stacheldraht, Stacheldraht, so weit das auch gereicht. Die werden jetzt nicht damit rechnen, dass einer von der Seite kommt, vermute ich. Sieht gut aus. Hier ist keiner mehr. Jetzt räumen wir mal von hinten auf den ganzen Gang. Jupp. Ich würde mal sagen, ich habe gerade einen kompletten Angriff abgewehrt. Da ist einer mit einer Pistole irgendwo. Keine Ahnung, von wo die Schüsse gerade kommen. So, nächster Ladestreifen. So, wir haben es hingekriegt, die tatsächlich komplett abzuwehren. Das lobe ich mir. Und jetzt kann ich auch endlich mal die blöde Gasmaske runternehmen. Hier steht zwar gerade, dass hier noch Weißkreuz ist. Aber das halte ich für ein Gerücht, ehrlich gesagt. Also da ist ja gar kein Gas mehr. Klar, dieses ganze Kampfgas war größtenteils sowieso unsichtbar. Manchmal wurde es noch eingefärbt, damit die Leute wenigstens noch Zeit hatten zu flüchten und ein bisschen psychologische Kriegsführung natürlich auch, wenn da so eine Gaswand auf dich zu wabert, überlegst du dir zweimal, ob du da stehen bleibst. Aber in Verdun ist meines Wissens nach alles sichtbar. Ich lasse den mal vorlaufen. Dann weiß ich wenigstens, wo die Gegner stehen. Schwierige Einfallroute hier. Oh. Das war eine geballte Ladung. Komm schon, zeig dich nochmal. Auf der linken, auf der linken, auf der linken. Hä, wo ist der hin? Ah nee, der ist down. Haha. So, wir sind im Graben.
Immerhin zwei erwischt. Das war knapp. Okay, da kommt einer. Passt. Komm schon. Oh, shitty, ey. Verdammt. Irgendwo war noch einer, den ich nicht gesehen habe, aber ich glaube, ich habe gerade ganz gut meine Truppen vorangeführt. Also, was heißt das hier? Spawnkill. I fuck you, mother. Erstens mal ist das falsches Englisch. Zweitens, wenn ich halt im gegnerischen Graben bin, kann ich da auch nichts dran ändern, wenn sie es nicht geschissen bekommen, ordentlich zu laufen, oder? Da würdet ihr mir doch jetzt mal zustimmen, hoffe ich. Aber gut, ist nicht mein Problem. So, zeigt euch. Wenn ich nicht wieder... Upsi. Wenn ich nicht wieder als Spawnkiller bezeichnet werden will, dann müssen sie sich halt selbst mal zeigen. Also was soll ich denn da machen? Ohne Witz. Alter, der hat mir gerade sowas von den Hintern gerettet. Die Granate habe ich tatsächlich noch gehört, aber wusste nicht, wo sie lag. Oh, Flammenwerfer. Ist immer ganz gut vorgedrungen. Ah, ich sehe gerade, die Folge geht gar nicht so lange heute. Knappe 14 Minuten. Auf Gegenangriff vorbereiten. Haben wir es tatsächlich geschafft, das Ding einzunehmen, sagst du? Schön. Hätte ich das schneller gesehen, hätte ich vielleicht sogar noch die Waffe gewechselt. Auf irgendeine mit Zielfernrohr. Wobei, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt hier gleich aussehen wird. Weiß gar nicht, ob mein Zielfernrohr hier was bringt. Nee, wir wurden zurückgedrängt tatsächlich. Wir haben es nicht geschafft zu erobern. Boah, den habe ich tatsächlich erwischt. Hätte ich nicht gedacht. Da ist ein MG-Schütze von uns. Ist ziemlich tote Hose gerade auf der Seite. Oh, sieh mal eine an. Da liegen sie. Darf ich nochmal rein, wenigstens? Von mir aus auch nur kurz. Ah, komm. Warum muss ich denn jetzt 22 Sekunden auf den Spawn warten? Nein, ich darf nicht mehr rein. Wie ärgerlich. Aber ich bin einer der besten Spieler auf dem Server. Auch wenn ich super spät nachgejoint bin. Und wir haben gewonnen. Hab schon lange nicht mehr gewonnen, glaube ich. Schauen wir uns die Punkte noch an. Läuft. Die niedrigste Durchschnittshöhe habe ich als Medaille bekommen. Das ist nicht euer Ernst. Mehr nicht. Na gut, ich war immer im effektivsten Trupp. Meine ultimative... Eine ultimative Eroberung, Errungenschaft. Super. Naja, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.